Und 53 waren das eben gerade, ne? 53, ja. Also 18 Lebenspunkte. Das ist doch ordentlich. Aber gut, ich heile jetzt erstmal zu Ende hoch und melde mich dann gleich wieder. So, dann wollen wir jetzt mal den Weg zurückfinden. Also darum an der Weinpresse vorbei in den Hauptraum. Und dann gucken wir uns am besten da erstmal um, damit wir die Seite hier schon mal abgedeckt haben. Also, alle mal zusammen. Da raus. Und da wir hier eigentlich schön zusammenbleiben, da wir hier eigentlich schon einmal durch sind, dürften hier keine Fallen mehr sein. Obwohl ich langsam ein bisschen paranoid werde, was diese ganzen Fallen angeht. Denn manche Fallen lösen gar nicht aus, wie es mir scheint. Sondern erst, nachdem man eine Weile in der Gegend war. Wie zum Beispiel oben diese Feuersäulenfalle, Falle. Im allerersten Stock. Da sind wir auch rumgelaufen, wie nichts Gutes, nichts ist passiert. Und dann plötzlich aus heiterem Himmel, zack, ging die Falle los. Naja, so, also wir wollten da lang und dann hier reingucken. Hier kam die Spinne letztes Mal, genau. Eine Geisterspinne, zwei Geisterspinnen. Na? Na, kein Tritt. Und die scheinen nicht besonders viel zu können. Aber das soll mir auch recht sein. Und 1400 Erfahrungspunkte. So, dann stürmt mal da rein. Khalid kann ich. Warum kann Khalid nicht? Oh, Khalid ist krank. Das ist nicht so gut. Kann man das mit Magie brechen wegbekommen? Nö. Haben wir sonst irgendwas? Gift wird es nicht sein. Gibt es Krankheit entfernen? Nö, nicht, dass ich so sehen. Das Fluch brechen, ne? Gift neutralisieren, ne. Hm. Na gut, der muss Karl immer eine Weile stehen bleiben. Hat immer wenigstens ein bisschen mehr Zeit nach Fallen zu suchen. Sonst wären wir jetzt ja schon wieder hier vorgestürmt, ohne großartig. Na, siehst du. Ohne großartig nachzudenken. Nicht den Chef. Nicht den. Ich bin versucht, für eine Weile aus dem Turm rauszugehen, um ein Level zu machen und dann erst wiederzukommen. Aber. Ah nö. Die 1779 Punkte, die kriegen wir ja noch. Was ist damit? Oh, keine Falle, schon mal gut. Und die Geschichte dem. Ja, nee, das kenne ich schon. So, das war die Weintraube? Nee, das glitzernde Ding. Das könnten wir eigentlich gleich noch einen Zwergen geben, ne? So, haben wir trotzdem noch ein bisschen Platz. Was ist das? Ah, das ist ein Pfeil plus 2, das müsstest du eigentlich wissen. Du auch. Pfeile plus 2, zurück zum Moment. Benutze aber die erstmal die Einer und da war noch irgendwas. Ah ja, genau, die beiden mussten wieder getauscht werden. So. Du schau weiter nach Fallen, am besten da so. Und werf mal Girogon die Sachen rüber. Also das Schwert war das, das glitzernde Ding und die Weintraube. Obwohl wir die Weintraube wahrscheinlich erstmal für die Presse brauchen. Aber ein Versuch ist es wert. So, wer wollte jetzt was? Er schläft noch immer. Ich lebe in der Dunkelheit seiner Seele und zwinge ihn auf die Knie, zittern und weinen, nicht in der Lage, eine Hand zur Verteidigung zu heben. Weckt mich auf. Also bei ihm brauchen wir wahrscheinlich den Gong. Für den Gong brauchen wir noch den Klöppel. Wer bist du? Ihr habt des Rätsels Lösung. Ich bin die Habsucht. Ich werde das Verderben über euch bringen an diesem Ort der Verdammnis. Okay. Ich dachte, er beschwört jetzt irgendeinen Dämon oder so. Oder greift mich selbst an. Aber Item weg, also mehr Platz im Inventar und 2000 Erfahrungspunkte. Ja, war der Stein. Es gibt
so viele Orte. Was ist mit dir? Ihr habt das Rätsels Lösung. Ich bin der Stolz. Ich bin der Fluch dieses Ortes. Also wurde er wahrscheinlich freigeschaltet durch das glühende Schwert, weil wir die Lügen vorgelesen haben über den Durlak. Also ich gehe jedenfalls davon aus, dass es Lügen waren, weil Tausende von Drow umzubringen als einzelner Zwerg ist ein bisschen komisch. Und wieder 2000 Erfahrungspunkte. Und du, ihr habt noch nicht, was ich benötige. Ich bin der Wahnsinn des Kriegers. Ich verfluche ihn mit Vertrauen und Respekt. Ich verlangsame den Schwung der Klinge, indem ich seine Lust auf Blut raube und durch ein weicheres Gefühl ersetze. Gib mir den süßen Wein. Okay, also für ihn brauchen wir den Wein und für ihn brauchen wir den Gong. Komisch. Also das Schwert brauchen wir da wohl gar nicht. Und die Locke von der Sukubi da oben auch nicht. Kirin Hale hieß sie. Du bist ein Schlüssel. Wir hatten oben irgendwo eine Kommode gehabt, die mit einem besonderen Schlüssel geöffnet werden könnte. Wer ist das der? Schreib mir auf jeden Fall auch gleich mal auf. Alles auf die Liste von Dingen, die noch erledigt werden müssen. So, nicht zur Weinpresse. Die können wir erst anmachen, wenn wir den Schalter gefunden haben. Wo auch immer der Schalter ist. Naja, aber er wird wohl irgendwo auf dieser Ebene sein. Karl kann sich immer noch nicht bewegen. Na gut, dann schlafen wir alle mal um Karl drum. Und wenn wir aufwachen, dürfte es hoffentlich weg sein. Ja. So, wie gesagt, hier stand Imoen, hat nichts gefunden. Also müsste hier der Raum eigentlich sauber sein. Guck hier nochmal. Ah, da ist schon mal eine Falle. Und nur für den Fall, dass es eine Feuerballfalle ist, wartet der Rest mal draußen. Oh, Falle entschärft beim ersten Mal. Das ist ja ungewöhnlich. Ein Helm. Hügelriesenstärke benutze ich irgendwie eh nie. Auch wenn das ein guter Trank ist. Ich meine, unsere Helden haben ja nur 15 Stärke. Wenn sie Hügelriesenstärke-Trank trinken, dann haben sie gleich plus 2 auf Trefferwertung und plus 4 oder so auf Schaden. Also sollte ich eigentlich langsam mal dran denken. So, neue Sprüche. Nee, darf sie nicht. Haben wir jetzt endlich unseren ersten Stufe 4 Zauber? Ja, Schutz vor magischen Geschossen und Melfsäurepfeil. Ah, und Blitz und Feuerball. Ah doch, das ist dann schon praktisch. Und besser als gar nichts, ne? So, was ist mit dem Regal? Ah. Ja. In dem Regal war eine Falle. Ach ja, der Rest kann reinkommen. Immer hat die Falle ausgelöst. So, heil mal. Immun. Und das ist auch ein guter Zauber, oder? Todeswolke. Bum, 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 bum. Stufe 5. Ah. Na gut. Kannst du es wenigstens lernen? Nee, auch nicht. Oh, Taumaturgen sind echt der letzte. So, Bolzen plus 2 kriegt er. Ja. Wenn er dann mal die Amboss benutzt. Die konnte Düner hier auch nicht benutzen. Und wir haben langsam ganz schön volles Inventar von Sachen, die verkauft werden können. Das hier waren normale Bastardschwerter. Nee, Zweihandschwerter plus 1. Von den Skeletten. Ja, also allzu lange werden wir uns hier nicht mehr aufhalten. Dann gibt es wieder einen Händlertrip. Immerhin vor. Frisch geheilt könntest du auch einen Feuerball aushalten. Hust, hust. Oh, ein Doppelgänger. Lauf mal lieber weg. Schauen wir, ob er kommt. Du kannst schon mal Spiegel bezaubern, auf jeden Fall. Der scheint nicht zu kommen. Alle dahin. Oh, das sind 3 Doppelgänger. Plus Spiegelbilder. Dann bleibt mal da stehen und Düner hier ist zu weit weg. Geh mal dahin. Und Feuerball. Dahin. Und Busch. Ah, hat keinen erwischt von denen. Na gut, die Krieger
schaffen das schon. Er müsste mit seinem Zweihandschwert auch rankommen. So. Du schießt auch auf den. Du. Ja, mach mal Eile auf unsere Jungs. Und du kannst deinen Mann mal heilen. Wenn Imuren dich durchlässt. So, du musst gar nicht so zickzack laufen, du kannst gleich ein magisches Schuss hinterher. Die scheinen ja wesentlich mehr auszuhalten als ihre. Wow! 4000 Erfahrungspunkte. Ich wollte gerade sagen, die halten ja wesentlich mehr aus als ihre normalen Gegenstücke. Also die einfachen Doppelgänger. So, magisches Geschoss auf den mit den ganzen Illusionen. Und du kannst gleich nochmal heilen. Und du kannst dich selbst heilen. Au. Benutzt man Unverwundbarkeitstrank. Hey. Boah, geht Khalid schnell runter. So, du heil auch mal Khalid. Und du mach lieber einen Flammenschlag auf den, damit er schnell stirbt. Und du magisches Geschoss auf den. Und du greifst den eh schon an. Okay. Boah. Ja, die halten gut was aus. Aber Panik. Yes, Level up immerhin. Alles auf Fallen entdecken und entschärfen. So, aber nicht leichtsinnig werden. Er muss nochmal geheilt werden. Du heilst ihn auch nochmal. Und du schmeißt weiter magische Geschosse, die du nicht mehr hast. Na gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht genug Schaden auf Khalid macht. Und wir nicht in eine Falle reinlaufen, Jungs. Ach ja. Nein, wo läufst du schon wieder hin? Dahin. So. Als allererstes Immun Level Up. Oh, Waffentalent. Da wir nichts großartig erhöhen können. Ja, soll jetzt Immun mit einem Zweihänder rumlaufen oder mit einem Riesenhammer? Ja, beides total sinnlos. Nehmen wir trotzdem mal stumpfe Waffen. So. Fallen entschärfen. Da. Alles auf Fallen entschärfen. 80%, das müsste jetzt hoffentlich mal reichen. So, wer hat im Inventar noch Platz? Shahira. Dann darfst du mal gucken, was die Jungs dabei hatten. Ein bisschen Gold. Das war's. Ein billiger Edelstein und... eine billige Schriftrolle. Nicht sehr berauschend. Und hier so eine Sackgasse. So, dann testen wir das mal. Entschärft und entschärft. Schön, schön. Nicht abgeschlossen. Sind ja auch Bücherregal. Was ist das? Ein Schlegelkopf. Hm. Brauche ich mir nur noch einen Schlegelschaft oder wie? Ist ja nicht so, dass wir einfach einen Waffenstab nehmen könnten und damit gegen den Kong hauen oder so, ne? Aber na gut. So, raus hier. Wie schaut's mit Heilzaubern aus? Ganz schön mau, ne?